Hallo zusammen. Letztes Mal haben wir uns mit der Umsetzung der Regression mittels Keras und neuronalen Netzen beschäftigt. Jetzt soll es um Klassifikation gehen. Und da können wir einmal noch ein bisschen was lernen über, wie beurteilen wir die Güte, die wir erreicht haben für eine Klassifikation. Wie optimieren wir am besten? Und natürlich, wie setzen wir das jetzt noch in Keras um? Das haben wir ja bis jetzt in so einem Handwritten Code gemacht und wollen das jetzt rüberziehen. Fangen wir mit der Güte an. Also, wir haben schon ein paar Sachen kennengelernt, aber heben wir es nochmal auf eine brauchbare Grundlage. Wir haben den Klassifikationsfehler schon ein paar Mal kennengelernt. Das ist einfach die Anzahl der Fehlklassifizierungen durch die Anzahl der Fälle, die wir überhaupt haben, zum Beispiel in der Testmenge. Dann haben wir die Genauigkeit, das ist halt 1 minus dem Klassifikationsfehler. Aber das sind Maße, die wir im Nachhinein anwenden, um zu gucken, wie gut unser neuronales Netz war. So ähnlich wie die Confusion Matrix, die wir schon kennengelernt haben, die kommt auch gleich nochmal. Optimieren tun wir aber bis jetzt nach dem Mean Squared Error, also nach dem quadratischen Fehler. Und das ist eigentlich, das geht. Aber das ist nicht die perfekte Wahl für eine Klassifikation. Das haben wir nun jetzt eine Zeit lang gemacht, weil wir damit leichter reingekommen sind und weil man mit irgendwas hier anfangen muss. Und jetzt lernen wir ein neues Maß für den Fehler kennen, nachdem wir auch optimieren können. Erster Akt in der Richtung. Und bis jetzt haben wir im Wesentlichen in dem Output Sigmoid Functions verwendet. Warum? Nun, wir haben ja typischerweise als Zielwerte etwas zwischen 0 und 1 angelegt. 0, ich bin nicht die Klasse 1, ich bin die Klasse. Wir haben schon über One-Hot-Encoding gesprochen, das heißt, da liegt am Schluss ein Vektor an. Und ja, der bietet sich der Sigmoid so auf den ersten Blick an. Das hat aber einen Nachteil. Bei einem Verfahren mit dem Sigmoid, ich besorge mir mal kurz einen Stift, könnte zum Beispiel sowas rauskommen. Sie haben drei Output-Neuronen und dann kommt raus 0,3 für die erste Klasse, 0,4 für die zweite und 0,7 für die letzte. So, daran sieht man schon was. Wenn ich diese Sachen zusammenziehe, wenn ich also die Summe darüber bilde, dann kriege ich sowas wie 1,4 und das ist nun mal nicht 1. Das heißt, was immer das hier ist, es sind keine Wahrscheinlichkeiten. Für das Maß, was ich jetzt gerne einführen möchte, müssten wir aber sowas wie Wahrscheinlichkeiten haben. Also etwas, was sich wie eine Wahrscheinlichkeit, dass das hier eben die Klasse 3 ist, interpretieren lässt. Und um dahin zu kommen, kann man auf einen Output, das macht man nicht so, aber das ist jetzt für uns der leichteste Schritt, erstmal uns rüber zu retten, eine Softmax-Funktion anwenden. Sie könnten sich also vorstellen, wir haben den Output, den wir bis jetzt schon immer hatten, sowas wie halt hier diese 0,7 und so weiter, und wenden darauf eben diese Softmax-Funktion an. Die ZI sind dabei die Werte, die wir vorhin gesehen haben, also 0, weiß ich nicht, 3, 0,4, 0,7, was ich da vorhin so geschwatzt habe. Und dann würden wir als neuen Wert eben immer hier dieses Sigma berechnen. Das ist mehr so eine Art Gedankenexperiment. Gucken wir mal, wie das dann laufen würde. Dann haben wir erstmal hier links die Trainingsdaten, also so wie es sein sollte, 0, 1, 0. Dann haben wir nicht so ein richtig gut trainiertes Netz in der Mitte mit 0,3, 0,7, 0,5. Das steht jetzt nicht für unendlich viel Sicherheit. Wenn wir darauf eben diese Softmax-Funktion von der letzten Folie anwenden, bekommen wir etwas, was sich eher wie Wahrscheinlichkeiten verhält, nämlich 0,27, 0,4 und 0,33. Natürlich jetzt alles ein bisschen gerundet. Aber die Summe ist dann 1 und wir haben etwas, was sich eben, naja, wie eine Wahrscheinlichkeit anfühlt. Hoffentlich auch ist. Also wir haben sowas wie, oh, wir denken, es ist zu 40% wahrscheinlich, dass es Klasse 2 ist. Wenn wir erstmal sowas wie Wahrscheinlichkeiten haben, können wir eine besondere Form von Fehlern berechnen. Für Details und Gedanken dazu gucken Sie vielleicht ins Buch, aber diese besondere Form von Fehlern ist die Kreuzentropie. Ein bisschen was über Entropie hatten wir ja auch schon mal als mögliches Maß für Fehler. So, und über diese Kreuzentropie lässt sich, wenn wir alle Kombinationen aufsummieren, eben eine neue Fehlerfunktion finden.
haben wir allerdings, gehen wir ein bisschen mal rein. Also okay, das ist eine Summe über alle Outputs, ja, von zwei Elementen erstmal nur. So, jetzt haben wir hier das, was vorhergesagt wird. Und hier haben wir den Sollwert. Beispielsweise wäre der Sollwert hier bei y2, ist halt eben das hier. Und der vorhergesagte Wert yp eben nicht hierhin. Ne? Das wäre jetzt schlecht, denn das hier, das ist ja keine Wahrscheinlichkeit. yp2 Indexschlacht gleich 0,4. Das heißt, das könnte man jetzt hier einsetzen. Das wäre einer der drei Summanden. So, da kommt noch was dazu, was man natürlich bedenken muss. Sie wissen, der Logarithmus von 0 existiert nicht. Das heißt, sollte hier tatsächlich eine echte 0 rauskommen, müssten Sie in der Praxis sowas einsetzen, wenn Sie das selber implementieren, wie log Eps immer mindestens. Also log Y Pi plus Epsilon, damit Sie nicht eine Fehlermeldung bekommen. Na okay, weiter geht's. Genau, was nicht so wichtig ist, ist, das mit dem Y habe ich schon gesagt, welcher Logarithmus das ist. Also wir nehmen typischerweise den Logarithmus Naturalis und so. Wichtig ist, denken Sie daran, das ist ein Konstrukt mit dem Logarithmus, das heißt, das Ding ist nicht symmetrisch. Das heißt, Sie dürfen die Reihenfolgen nicht vertauschen, Sie müssen darauf achten, dass hier wirklich hier im Logarithmus immer yp steht und davor immer y. Vertauschen ist nicht, gibt Fehler. Das hatte ich schon erwähnt. Hier für das Beispiel oben umgerechnet sieht man aber, dass der Output hier etwas ist wie 0,91. Bitte beachten Sie immer das Minuszeichen hier vor, das geht so gern unter. Was bedeutet das praktisch, wenn wir sowas berechnen? Okay, gucken wir mal. Wir haben da ja eine Summe, in der der Logarithmus vorkommt. Müssen wir uns klar machen, unsere Werte, über die wir reden, die liegen zwischen 0 und 1. Das heißt, naja, zeichnen im Grenzbereich. So, der Logarithmus von 1, egal welcher Logarithmus das ist, ist immer 0. Das heißt, hier sind irgendwelche Werte und wenn die klein sind, sind die groß negativ. Jetzt haben wir aber ein Minus davor stehen gehabt, da habe ich ja gerade drauf rumgeritten. Das heißt, mit dem Minus zusammen sieht die Sache eher so aus. Wir drehen das ja einmal um, Minus. Und für uns ist nur dieser Bereich relevant. Das heißt, hier, wenn wir je näher wir der 1 kommen, also der Tatsache, dass wir wirklich hier einen Vollausschlag hätten, desto mehr nähert sich unser Fehlermaß der 0 an. Das ist gut. Und das ist jetzt nur für ein Gefühl. Sie sollten damit ein bisschen selber rumspielen. Und dadurch, dass das streng monoton ist, ist das halt auch wirklich eine gute Funktion. Wenn Sie sich vorstellen, sowas wie ein Sinus, das könnten Sie nie benutzen. Und der wird sicher dauernd in der Reihenfolge Sachen vertauschen, ganz schlecht. Also spielen Sie ein bisschen damit rum, kriegen Sie ein Gefühl dafür, damit Sie dem vertrauen. Man kann auch einen Beweis machen. Aber unser Ziel ist halt, wir wollen natürlich wieder mal, das ist eine Optimierung, der Null möglichst nahe kommen. Und zwar von, in Anführungszeichen, oben, also großen Zahlen. Was wir jetzt machen, ist, wir nehmen unsere gesamte Trainingsmenge, führen eben diese Funktionen darauf aus, summieren das und im Allgemeinen bilden wir dann einen mittleren Fehler und teilen durch die Anzahl der Elemente. Das ist dann eine mittlere Kreuzentropie. Jetzt gut, jetzt haben wir ein anderes Fehlermaß. Ist das jetzt eindeutig besser als das letzte? Da hatten wir einen mittleren quadratischen Fehler. Das konnte ich direkt anwenden. Ja, das ist häufig schon besser. Also nicht nur, weil wir es jetzt mit Wahrscheinlichkeiten zu tun haben, sondern auch aus einem ganz anderen Gesichtspunkt. Zuvor aber noch ein Hinweis. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich das im Nachhinein angewendet habe einmal, damit man ein Gefühl hat, vorher, nachher, wir kommen vom Sigmoid, wo gehen wir hin? So wird es aber nicht praktisch in Keras umgesetzt. Denn Keras ist eben dieser Softmax direkt ein eigener Layer, den wir im Output anwenden und ist eine Aktivierungsfunktion an sich,
und nimmt an der Backpropagation ganz normal mit den Ableitungen teil. Deshalb haben wir es auch nicht per Hand gemacht, das ist dann schon ein ganz klein bisschen komplizierter. So, was ist jetzt der Grund, warum ich gesagt habe, ist noch ein Vorteil, außer dass es sich jetzt um Wahrscheinlichkeiten handelt? Nun, halten wir die beiden Sachen mal gegeneinander. Erstmal haben wir natürlich immer, und das muss auch so sein, wenn sich der Zielwert und der vom Netz vorhergesagte Wert annähern, bekommen wir, beachten Sie das Minus hier vorne nochmal zur Erinnerung, etwas möglichst Kleines. Das heißt, wir minimieren. In beiden Fällen ist es eine Minimierung. Also das ist identisch. Augenscheinlich haben wir das gleiche Ziel. Ja, das ist auch gut so. So, dann haben wir noch als Hinweis schon mal für die Implementierung später in Keras zwei Möglichkeiten. Das Wichtigere für Sie, weil das die umfassendere ist, ist diese hier. Keras nennt diese neue Loss Function Categorical Cross Entropy und die können Sie mit so vielen Klassen verwenden, wie Sie wollen. Es gibt aber auch eine spezielle noch für zwei Klassen, weil die so oft vorkommt. Wenn man dann nur einen Output nehmen kann als Besonderheit, das ist die binäre Kreuzentropie. Jetzt überlegen Sie mal, das ist ja bis jetzt technisch und okay, ich schaffe mit beiden etwa dasselbe. Einziger Vorteil bis jetzt ist sind Wahrscheinlichkeiten. Jetzt habe ich dieses Bildchen hier. Was könnte ein Vorteil sein? Schon nachgedacht? Nun, diese Landschaft, über die wir uns ja bewegen, über die haben wir ja schon gesprochen im Rahmen der Diskussion um das Gradientenabstiegsverfahren, die verändert sich. Das heißt, die, selbst wenn beide ähnliche gute Gewichte haben, ist es vielleicht manchmal einfacher hier runterzukommen, weil es steiler runtergeht und weniger Nebenminimas gibt als über die lange, beschwerliche Ebene oder mit zahllosen Nebenminimas. Das bedeutet, beide Funktionen erschaffen unterschiedliche Landschaften. Übrigens auch leicht unterschiedliche Gewichte allein durch den letzten Layer, aber die Landschaften sollten wir zuerst in den Blick nehmen. Ich habe hier ein relativ einfaches Beispiel genommen, wo es darum geht, im Prinzip die gleichen Neuronen zu berechnen. Aber ich habe zwei Sachen verglichen. Sie bekommen unterschiedliche Landschaften. Landschaften klingt jetzt irgendwie sehr idyllisch, aber was soll ich sonst sagen? Also doch, es gibt ein paar mathematische Fachtermini, die ich verwenden könnte, aber das hilft jetzt auch nicht. Hier, wir starten etwa gleich, ist die Optimierungslandschaft, ich bleibe jetzt mal einfach dabei, die der Mean Square Error erzeugen würde. Und hier drüben, die von der Kreuzentropie, weil ich so ein einfaches Beispiel genommen habe, wo ich nur ein Gewicht und einen Bias bestimmen möchte, ist die jetzt nicht wahnsinnig kompliziert und viele Möglichkeiten für Nebenminimas gibt es nicht. Aber für viele Klassifikationsprobleme erzeugt tatsächlich die Kreuzentropie eine sympathischere Landschaft für einen Optimierungsalgorithmus. Und man kommt, ich habe die gleich weit laufen lassen, man sieht zumindest, dass der stochastische Gradient hier schneller zum Ziel kommt als hier. Aber wie immer ist es mit ganz allgemeinen Aussagen schwierig. Beim Adam könnte man das jetzt nicht so sagen. Von daher. Im Allgemeinen mal wieder. Nicht immer und nicht auf jeden Fall und nicht in die Hand versprochen. Aber im Allgemeinen ist die Kreuzentropie die bessere Wahl für Ihre Optimierungslandschaft. Und nebenbei, und das ist nicht nur nebenbei, bekommen Sie halt wirklich Wahrscheinlichkeiten als Aussage. Okay, wie machen wir das in Keras? Eigentlich alles bekannt. Wir holen uns ein Sequential Model, weil wir gesagt haben, wir beschränken uns erstmal darauf. Wir nehmen einen Dense Layer, auch da haben wir gesagt, da bleiben wir erstmal bei. Und das ist jetzt neu. Wir benutzen diese Hilfsfunktion, um, nee, haben wir glaube ich schon einmal gemacht, einen Zielwert wie 3 für, wenn es jetzt 10 mögliche Klassen sind, in einen Vektor 0, 0, 0, 1. Achten Sie darauf, der Nummerierung beginnt immer bei 0, 0, umzuwandeln.
Und wir nehmen als Beispiel einen Datensatz, bei dem Bilder vorliegen, und zwar Bilder von Ziffern. Diesen Datensatz laden wir, der ist netterweise schon fertig dabei, und wir bekommen auch direkt eine fertige Aufteilung in ein Trainings- und ein Testset. Jetzt sind diese Bilder, naja, eben Bilder, also Matrizen. Wir haben aber noch keine CNNs gemacht. Die kommen ja noch. Das heißt, wir müssen irgendwie so durch. Und das Einzige, was wir als Input bis jetzt können, sind Vektoren. Na gut, dann machen wir das. Das heißt, wir formatieren die Matrizen um in Vektoren. Das heißt, wir nehmen diese Matrix und machen daraus einfach, kleben immer hier eine Zeile untereinander, bis das ein ziemlich langer Vektor daraus geworden ist. Natürlich machen wir das nicht per Hand, sondern wir benutzen die NumPy-Funktion Reshape. So, dann haben wir relativ lange Vektoren. Wir haben schon darüber geredet, dass 255 als Inputwert für ein neuronales Netz nicht gerade optimal ist. Also normieren wir das hier alles auf den Wertebereich von 0 bis 1 bei unserem Bild. Das lässt sich trotzdem schön plotten. Hier wird, wie oben erwähnt, die Umformung in kategoriale Zielwerte, Stichwort One-Hot-Encoding gemacht. Und jetzt geht's los. Wir definieren, wie bekannt unser neuronales Netz. Wie man hier auf die Zahlen kommt, habe ich ja schon gesagt, Erfahrung und gepflegtes Raten. Aber das ist jetzt schon eine relativ kleine Auslegung. Input-Dimension müssen wir angeben, entspricht der Länge unseres Vektors. Wir benutzen mal, weil wir sie jetzt mehr oder weniger neu haben, Reduce als Aktivierungsfunktion und zwar bis hierhin. Im Output-Layer aber wegen der Diskussion der letzten Folien eben einen Softmax, weil wir wollen ja mal eine Kreuzentropie benutzen. Okay, weiter geht's. Also sagen wir beim Compile auch mal was anderes. Wir sagen jetzt nicht Mean Square Error, sondern wir sagen, ich hätte gerne eine Kreuzentropie. Beim Optimierer, da haben wir uns noch nicht lange und ausführlich drüber unterhalten, bleiben wir beim Adam. Und weil es ja jetzt eine Klassifikation ist, übergeben wir den Wunsch, dass wir gerne während der Optimierung und auch für hinterher eine zusätzliche Metrik berechnet hätten. Hiernach wird nicht optimiert, Achtung. Die wird nur mitberechnet. Aber es interessiert uns so sehr, dass wir die gerne im Output auch sehen wollen, nämlich die Genauigkeit, die Accuracy, die wir von der ersten Folie gerade nochmal so in Erinnerung berufen haben, bekommen haben. Hier ist die Batch Size, wir haben darüber gesprochen, dass das durchaus einen Unterschied macht für einen Abstieg. Wir gehen nur 10 Epochen weit, das ist auch ein bisschen teurer als sonst, aber nicht wirklich teuer. Und wenn Sie wollen, lassen Sie sich halt ausgeben, was er tut. Gut, dann machen wir einen Fit, faktisch wie immer. Hier benutze ich meine Methode, die vielleicht für Sie auch interessant ist, nämlich eine eingebaute Methode zur Evaluation. Der Vorteil ist, der kommt jetzt noch nicht so richtig zum Tragen, aber wenn wir was Größeres machen, schon. Sie könnten auch Predict einfach verwenden und dann vergleichen, aber das hier wird direkt für alle Metriken, die Sie übergeben haben, ausgerechnet, kann parallelisiert werden, ist einfach manchmal nett und dann wissen Sie es halt. Okay. Wir evaluieren, wie gut er auf unserem Testset klarkommt. Da können wir auf das Gequatsche verzichten. Wenn Sie das nicht können, stellen Sie es halt auf True. Und lassen uns im Anschluss rausgeben, wie gut wir waren. Und wir waren sowas von gut. Wir haben 97% Genauigkeit. Sie werden hinterher, oder im Buch haben Sie auch ein Beispiel, warum das mit Vorsicht zu genießen ist. Die sind auf dem Testset ziemlich genau. Und wir haben mal einen Spaß gemacht, deshalb, sonst könnte man denken, wir brauchen nie mehr CNNs. Aber wenn Sie hier so eine 7 da drin stehen haben und sie steht schön mittig formatiert an der Stelle, wo sie stehen soll, dann funktioniert das alles ziemlich gut. Sie werden feststellen, Sie können mal Ihre eigene Handschrift dahinter legen, wenn Sie Ihre Kontonummer einlesen wollen würden oder so, wenn Sie die 7 so hier hinschreiben und kleiner. Mann, werden Sie schlecht sein. Sie werden es merken. Also da fällt die Genauigkeit wahnsinnig ab. Okay. Probieren Sie aus, sonst probieren wir es aus zusammen. Halt in den Übungen. Und hier ist die Summary. Ist auch interessant. Die ist sogar wirklich immer interessant. Wenn das hier so eine Sache ist, kann man machen, kann man auch anders machen. Ist das hier halt wichtig, um Gefühl für das Netz zu bekommen? Kriegen Sie einen Output und sehen, dass
der Großteil der Freiheitsgrade bei unserem Netz hier in der ersten Schicht liegt, weil halt eben so ein sehr langer Vektor übergeben wird von 700 und ein paar gequetschten Inputwerten und dann kommen hier 80 Neuronen. Und da liegt natürlich das Gros der Verbindung. Hier unten sagt er dann noch summiert, wie viele Parameter unser Netz hat und wie viel trainiert werden mussten. Das sind hier ca. 66.000. Und hier steht dann noch trainierbare und nicht trainierbare. Und wir werden später noch Fälle finden, wo es tatsächlich Parameter gibt, die nicht mit trainiert werden, aber die trotzdem sich in Anführungszeichen bewegen. Ich hoffe jedenfalls, dass wir das in der Vorlesung noch schaffen. Und wer sonst interessiert ist, gucken Sie unter anderem mal bei der Batch Normalization nach. Da kommt das vor. Ist auch sehr interessant. Okay, weiter geht's. Ja, eine weitere Möglichkeit, die Qualität zu beurteilen. Wir haben ja jetzt gerade wieder gesehen, die Genauigkeit. Hier kommt keine böse Überraschung. Wir machen irgendwann nochmal Cipher. Da werden Sie sehen, dass sich Sachen durchaus mal verteilen können mit Cipher 10. Hier ist die Ausgabe der Confusion Matrix in unserem Fall für die einzelnen Ziffern. Und Sie sehen ja, dadurch, dass wir so gut sind, da streut sich nichts besonders. Ich kann Ihnen jetzt nicht zeigen, oh, die 7 wird sehr oft mit der 1 verwechselt. Also ehrlich gesagt, gucken Sie mal nach. Das wäre jetzt eine schöne Story gewesen, aber wir kommen zu gut raus. Ist also nur ein kurzes Beispiel, damit Sie wissen, wie es gehen würde. Wir haben ja auch in den letzten Folien noch einmal drüber gesprochen. Also Confusion Matrix hier ausnahmsweise mit Scikit-Learn gemacht. Ich habe auch schon mal demonstriert, wie Sie das per Hand machen können. Ist nicht unbedingt nötig, dafür nur Scikit-Learn zu verwenden, aber bei einer Folie, wo es nur wenige Zeilen haben muss, hat das durchaus seinen Reiz. So, also während eine Confusion Matrix natürlich Pflicht ist für eine Klassifikation, nochmal kurz ein Hinweis. Bei einer Regression, das haben wir letztes Mal nicht geschafft, weil ich ja versuche, diese Videovorlesungen nicht auf 1,5 Stunden immer zu bringen. Noch ein Hinweis zur Qualitätsbeurteilung bei Regressionsverfahren. Da haben wir ja klar den mittleren Fehler, den maximalen Fehler, den minimalen Fehler. Wir haben uns auch ein Histogramm schon mal ausgeben lassen. Das sind alles wichtige Möglichkeiten, um die Qualität einer Regression zu beurteilen. Eine andere Möglichkeit, die sehr, sehr, sehr gut ist, ist, dass Sie einfach einen Scatterplot gegeneinander machen. Und zwar einmal das, was das Netz vorhergesagt hat, versus das, was es hätte sein sollen. Optimalerweise würde natürlich alles hier auf diesem Strich liegen, auf der Winkelhalbierenden. Das tut es augenscheinlich nicht, ein paar Fehler macht man immer. Aber man kriegt schneller ein Gefühl für Besonderheiten im Datenset, die Sie sonst nicht bekommen. Denn wenn Sie an sowas denken wie das Bike-Sharing-Dataset oder Boston House Price oder was auch immer, da haben Sie ja nicht nur zwei Merkmale. Sie können ja jetzt nicht hierhin die so ein Plot machen, wo sie es alles an den Merkmalen festmachen. Deshalb ist das ja eigentlich das Leichteste. Und manchmal sieht man interessante Dinge, wie zum Beispiel das hier. Das bedeutet, dass es irgendeine systematische Fehleinschätzung gerade im Bereich niedriger Zahlen gibt. Optimalerweise, also genau hier die Winkelhalbierende können Sie nicht erwarten, aber optimalerweise ist alles rechts und links der Fehler etwa gleich verteilt, dann wird nichts systematisch über- oder unterschätzt. Jetzt ist es schwer zu sehen, ob dieser kleine Wurmfortsatz da unten links schon eine systematische Über- oder Unterschätzung ist, also mit dem bloßen Auge. Aber wir haben noch weitere Möglichkeiten. Wir können nämlich diesen Plot noch mit was anreichern. Da muss jetzt nicht jemand per Hand schlecht eine Winkelhalbierende durchzeichnen. Wir können doch einfach ein kleines Ausgleichsproblem machen und eine lineare Ausgleichsgerade durchlegen. Wenn wir das tun, haben wir einmal die Winkelhalbierende, die ist hier in grün gezeichnet. Das hier sind übrigens die Daten vom Boston House Price Dataset für unseren Fall. Und in rot ist halt der Ausgleichsplot durch unsere Datenwolke. Und das kann man sich dann sogar noch pro
Trainingsmenge, Validierungsmenge, Testmenge ausgeben lassen und gucken, ob es da besondere Verzerrungen gibt oder ob es alle die gleiche Angewohnheit haben. Und dieser Unterschied, den Sie in M und B sehen können, also im Sinne von Steigung und Achsenabschnitt, letzterer wäre optimalerweise natürlich 0 und Steigung wäre optimalerweise 1, der kann Ihnen ein Gefühl dafür geben, ob Sie vielleicht systematisch über- oder unterschätzen oder wie gut oder wie schlecht Sie überhaupt sind. Also gut sind Sie, wenn die Steigung 1 ist und der Achsenabschnitt 0 und je näher Sie dran sind, herzlichen Glückwunsch, desto besser. Hier ist zum Beispiel die Aufschlüsselung halt beim Boston Hospice Dating Set bei Training und Test und da sehen wir auch was, nämlich da sehen wir eine leichte Überanpassung, das ist jetzt auch mit dem neuronalen Netz. Hier auf dem Training sehen wir wesentlich besser aus als hier beim Test. Und das können wir jetzt auch noch besser quantifizieren. Ja, wir sind sowohl, was den Achsenabschnitt angeht, als auch was die Steigung angeht, weiter entfernt. Was ist vielleicht ein Moment für leichte Besorgnis? Vielleicht kann man was dagegen tun, gegen diese Überanpassung bei neuronalen Netzen. Wir haben ja schon was gelernt, das Early Stopping. Wir werden aber noch andere Sachen kennenlernen, denn gerade beim Boston House Price Dataset tut Early Stopping allein, also man wird ja sogar gern darauf verzichten. Ein Grund ist ja, das ist so ein kleines Datenset und wenn Sie da zu viel Daten abgeben müssen für die Validierungsmenge, das tut weh. Vielleicht gibt es noch was anderes, damit die Validierungsmenge nicht ganz so groß sein muss. Und das machen wir nächstes Mal. Bis dann. Tschüss.